Also Leute, hier ist wieder Rick Lines mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Wir müssen Clue aufhalten, der die Disc hat, mit der er die Realität angeblich zerstören kann. Ich weiß nicht, wie viel Macht er über die Realität besitzt, weil, selbst wenn er es irgendwie schafft, in die Realität zu kommen, ist er immer noch eine Person und hat dort keinerlei Datenkräfte, oder verstehe ich da was falsch? Kann sein, dass ich da was mächtig falsch verstehe. Edle Einbildung, da, den habe ich schon. Kann aber auch sein, dass ich total recht habe. Au. Wurde nur verwirrt, kam nicht auf den Boden. Welch ein Frevel. Keine Truhe, kein Nichts. Doch, da ist doch eine Truhe. Hat sich nur gut der Umgebung angepasst. Das war alles. Hm. Der Musikwechsel passt irgendwie zum Umgebungswechsel. Ich habe die Angewohnheit, mich hier gerne mal so ein klein wenig zu verpeilen, was die Richtung angeht. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du Selbstmord betreiben würdest. Ich will natürlich alle Gänge ausschöpfen und alle Sackgassen vor allen Dingen. Wir müssen uns langsam beeilen, meine Sturzanzeige ist fast voll. Guckt euch den Schaden an, den er einfach mal so raushaut. Einfach mal so, total random. Boah. Block nicht jedes einzelne Kommando ab. Hat er sowieso schon gemacht. Also so viel zu dem, macht das nicht. Aber was soll's. Hier gibt's noch ein Item, was wir uns holen können. Deswegen spiel mal den Transporter. Und bitte bevor meine Bonusanzeige anfängt. Er hat mich jetzt nur zurück zum Anfang gebracht. Nichts Wildes. Wobei, ist das wirklich der Anfang? Nein, ist er nicht. Das ist eine separate Plattform, wie ich mir eigentlich erst gedacht hatte. Okay. Gravitschlag. Nun, wir kennen unseren Gravitschlag schon. Wobei, war das nicht irgendwie Gravitstoß oder so? Egal. Wir haben ein neues Kommando. Eine neue Truhe. Ich finde es auch lustig, wie das Schlüsselschwert auf der Karte so einen kleinen Faden nach sich zieht. So von wegen, da kommen wir her. Wirklich. Einfach mal dieser spontane Schaden, den sie raushauen. Jetzt kommt ein Feuerkommando, also dagegen habt ihr sowieso nichts. Wie der sich einfach mal sagt, nö, ich werde jetzt von dem nicht getroffen. Was machen die hobbymäßig, wenn die nicht gerade all meine Kommandos abblocken? Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwie muss denen ja sturms langweilig sein dann. So, wir machen noch einmal die Runde, dann haben wir dieses Gebiet geschafft und können gleich zum Boss, den wir sowieso nicht ganz herausfordern können. Eigentlich gar nicht. Da guckt euch meine Sturzanzeige an. Gucken wir mal in den Mokishop. Elektrosturz, Schwertfall, Antigraf Funke. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Einige Materialien. Zottellöwenrezept. Extremisten-Glühschneck. Nehmen wir einmal mit. Buhblümchen, das ist was anderes als Hui-Blümchen. Ich kaufe mal zwei von den neuen. Und gib den Rest mal für Wasserfässer aus. So. Damit habe ich massig Wasserfässer. Gucken wir mal auf unsere Geister. Und zwar, was wir kreieren können. Glühschneck könnten wir machen. Hui-Blümchen haben wir. Dann nehmen wir das Glühschneck einmal. Ich würde mal sagen, wir lassen die Stufe normal. Nehmen eines unserer vier Feuerers. Ich meine, vier Feuerers nehmen wir niemals ins Kommandodeck, ne? Die können wir dann ja investieren. Egoras. Du bist halt voll auf dem Ego-Trip. Jetzt gucken wir noch hier mal. Okay, dieser Hase, der geht nicht. Ich dachte gerade für einen Moment, hier wäre was möglich gewesen. Aber nö, es kann doch nichts möglich sein. Hui, Blümchen. Das wäre eine schöne Sache, die wir machen können. Wir gucken uns auf... Oh. Auch nett. Ich gucke mir erstmal alles an, was wir machen könnten. Oh, ich kann? Okay. Ich kann den tatsächlich formen. Das fand ich jetzt interessant. Es gibt eine spezielle Wundermieze, die das Design von König Mickey hat. Und genau die war es, die wir da gerade gesehen haben. Die kann man normalerweise durch diese Karten bekommen, die wir da gesehen haben. Okay, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo war denn das jetzt? Hier. Mit der wundersamen Einbildung. Gut, dass ich die jetzt nicht weggegeben habe, weil den will ich. Nehmen wir als Katalysator wieder ein Feuerer. Und damit haben wir das blaue Seepferd. Tatsu-Pferd. Es gibt da... Das hier ist die Wasserversion, beziehungsweise Eisversion. Und es gibt davon noch eine rote, eine Feuerversion. Du bist Karanom. Dann müssen wir jetzt gucken, wo war denn das jetzt mit dem Pelikan zum Beispiel? Mit der Katze, mit der lieblichen Fantasie. Die gebe ich dann nicht auf. Hier die formbare Fantasie. Das ist nämlich Miezekönig. Die Krone sagt schon alles. Wenn diese riesige Wundermieze loshüpft, hast du ein Schlachtfeld voller königlicher Pfannkuchen. Haben gerade genug dafür. Okay, nehmen wir einen Funken. Diese Miezes nehmen wir auch groß. Größer als die anderen. Na, guckt sie euch an. Ein König Mickey Design. Mit Kronen. Überall. Ich würde mal sagen, der Name ist klar. Mickey. Warum denn auch nicht?
Jetzt muss ich noch gucken, was wir noch alles zur Verfügung haben, weil ein paar Geister können wir noch machen. Warum die Katze neu ist, habe ich die echt nie gehabt. Scheinbar. Ich kann nichts anderes hier mit formen, also wird es die Katze sein. Nimm mal einen Gravischlag. Warum ich das will, ist doch klar. Immerhin war ja gerade eine Musiknote. Deswegen Notara. Jetzt gehen wir noch die Liste mal runter und formen noch alles, was wir so machen können. Wir haben uns ja schon angesehen, was es alles gab. Jetzt will ich wissen, warum ist der neu? Ich habe doch Extremisten schon gehabt. Gab es hier nicht noch irgendwas, was ich formen konnte? Ja, den hier, aber da habe ich mehr wundersame Einbildungen gebraucht. Nun, mein Team ist noch nicht durch, deswegen lasse ich das erstmal so. Ich fand das lustig, dass wir die Wundermieze tatsächlich formen konnten, weil eigentlich ist das so eine, die wir nur mit AR-Karten freischalten konnten. Wie alle drei, die ich jetzt hier bei mir habe. Ich schätze mal, ich habe das durch eine dieser AR-Karten einfach zur Fusion freigeschaltet. Ich fragte mich nur, ob ich wundersame Einbildungen kaufen kann, aber nein, kann ich nicht. Gut, ich würde sagen, den Boss jetzt anzufangen, finde ich reichlich sinnlos. Stürzen wir. Und machen bei Sora weiter. Der kriegt den Sturzdämpfer, da war ein Wasserfass, aber egal. Wir haben ja genug gekauft. Ach ja, wir waren hier gerade beim Netz rumfahren. Fallen. Verfallen sind jetzt einfach mal Nudeln. Ich find's lustig, dass mein Popschutz irgendwie weniger zu wirken scheint, wenn ich an ihm vorbeirede. Aber trotzdem dem Mikro nicht zugeneigt bin. Ist irgendwie merkwürdig. Als hätte ich eine 360-Grad-P-Laut. Der sich einfach ums Mikrofon drum rumschlängelt. Keine Kommandos einsetzen, machen wir mal. Wir brauchen nur eine Wand. Und der Rest regelt sich von selbst. Solange ich nicht von zu vielen Musiknoten getroffen werde, ist alles okay. Sorgen mache ich mir bloß über die Pinguine, von denen eines jetzt direkt unter mir ist. Denn wir wissen, wie die reinhauen können. So, einmal schön rein in die Meute. Okay. Ihr seht, wie gut meine Taktik war. Wow, ich komme hier aber auch nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Oh Gott. Das hat sich gerade spontan in einen Albtraum verwandelt. Bei dem ich beim nächsten Schlag sterbe. Und den Schlag müssen die Gegner nicht mehr ausführen. Es reicht, wenn sie in der Nähe von mir sind. Wow, weil ich in dieser Ecke gefangen war. Unglaublich. Diese keine Kommandos einsetzen sind die heftigsten, weil du ja keine Heilung einsetzen darfst. Jetzt frage ich mich bloß, wie ist das eigentlich mit der Kiste, die ich aufgemacht habe? Ich denke mal, ich muss die neu einsammeln. Alles nach dem Sturz wurde jetzt nullifiziert. Annulliert. Jeder, den ich töte, ist ein Gewinn. Yeah.
Egal, wer derjenige oder dasjenige auch sein mag. Okay, wir machen erstmal den Link. Der kann mir nur helfen. Wo sind die Gegner alle hin? Boah, ein Vampomeri einzusaugen ist echt unmöglich. Aber ich habe sie alle in die Luft gejagt. Blockschoko. Ich habe das schon im Blockschoko getan. Gucken wir noch nach der Truhe. Die erste Truhe war da hinten und die ist noch offen. Okay. Das bedeutet maximal alles nach dem Sturz nochmal machen. Und ja, genau so ist es. Denn die Truhe ist wieder verschlossen. Dann wollen wir mal zurück. Und weg von dem Ort, an dem wir Xemnas wiedergesehen haben, das immer noch recht gruselig ist. Man sieht echt Geister der Vergangenheit hier. Lass mich gerade nochmal zum Speichersymbol. Safety Safe. Weil ich habe jetzt schon extrem lange nicht mehr abgespeichert. Ein bisschen kämpfen können wir ja noch. Au. Ich frag mich, wann ich Galong Ra auch mal freischalte. Von wem ich das bekriege. Also wirklich, in diesem kleinen Gang hier, den Vampomoris auszuweichen und ihre Kommandos abzublocken, ist echt absolut schlecht. Es geht nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit. Oder Kommandos ungestraft ausführen. Das ist ja die nächste Sache. Ich wollte eigentlich den Kummerpanda treffen, aber okay. Von mir aus denial meine Wahlspiel. Ich dachte, hier hinten wären noch mehr Gegner gewesen. Boah, meine Sturzanzeige. Sie ist auch extrem gesunken dadurch. Allein durch die ganzen Vampomoris. Das waren nur Geister, die ich mir holen konnte zur Verstärkung wahrscheinlich. Ich wollte die ganze Zeit nur den Fähigkeiten-Link machen. Ich verwirre meine Gegner, wenn ich das richtig deute. Nichts passiert, ich kapier's offiziell. Oh, doch, da ist jemand verwirrt. Aber ich bin eingefroren, ich kann es gar nicht nutzen. Keine Sorge, Leute, wir haben es gleich geschafft. Und jetzt mal schleunigst weiter. Ich ignoriere die einfach mal. Es ist eigentlich nicht ganz klar, wo wir jetzt lang müssen. Aber wir müssen hier von dieser Insel runter. So viel sage ich euch. This Monstro? I've heard of him, Pinocchio. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, Goodbye, Jiminy. Goodbye. I may be live bait down there, but I'm with you. Ah. Well,
I hope they got home safe. Hm? Ah! You must be Sora. Oh, yes, ma'am. And you must be the Blue Fairy. That's right. And I'm afraid that I have grave news. Good Geppetto went off to look for Pinocchio, and he was swallowed by a whale named Monstro. What? Have you told Pinocchio and Jiminy about it yet? Yes. And when I told them Geppetto was still alive inside the whale and at the bottom of the sea, those two little ones ran off at once. They're very determined to save him. But that's crazy! I've got to find them! Schön und gut. Ich verstehe, warum man sich jetzt um Geppetto sorgen würde. Aber Sora, du hast Geppetto in dem Wald kennengelernt. Wieso überrascht dich, dass er von ihm verschluckt wird? Im Traum, der die Vergangenheit dieser Welt darspiegelt. Was aber auch natürlich einen Schluss zulässt. Sie waren in der originalen Geschichte nicht in der Lage, Geppetto zu retten, bevor die Welt von Dunkelheit verschluckt wurde. Denn immerhin war die Welt schon in Dunkelheit getaucht, als wir Geppetto kennenlernten und im Wald waren. Einfach mal das Feld clearen, weil die Gegner mir gerade wirklich auf die Nerven gingen. Ich gucke auf die Karte und plötzlich spawnen einfach mal 7 Stück oder sowas. Was war das? Die lassen es mich ausführen? Normalerweise lassen die mich doch gar nichts machen. Normalerweise. Yay, nur noch ein Level und ich habe endlich den Kampflevel, den ich hier brauche. Na warte. Hier werde ich zeigen, was es heißt, mich zu schlagen. Das heißt nämlich eindeutig, den Tod zu küssen. Führe mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Freien Fluss. Genau die liebe ich ja am liebsten, weil es so einfach ist. Sagte er. Aber ich darf Kommandos benutzen, also ist alles okay. Und schon erfüllt. Jetzt heißt es nur noch überleben. Was ja wirklich keine Schwierigkeit ist bei den Gegnern. Ich frag mich nur, wie der da runterkommt. Was haben wir gemacht, um das zu verdienen? Der wird nie wieder seinen Panzer finden. Und jetzt zur nächsten Welle. Also los. Bei den Gegnern ist Überleben ja schon eher ein Problem. Aber ihr seht, für mich nicht. Ich meine nur, dass die hart reinhauen können, aber nicht zwingen müssen. Und außerhalb tun sie jetzt auch nicht mehr das meiste, weil ich langsam dem Kampflevel angeglichen bin. Eistraumtüte 2. Die Ballons sind eher verpufft jetzt. Ich dachte mir, ich mache das einfach mal schneller. Das sind die Seepferde, die ich geformt habe. Sogar die blauen. Du hast eine leicht dunklere Farbe haben. Bringt mich natürlich auf den Gedanken, ich sollte meine Geister irgendwann mal färben. Guck mal, wer wieder hier ist. Ich fordere mich aus. Kannst du haben. Wir kennen das Spiel. Wir kloppen dort weiter, wo wir beim letzten Mal in Paris aufgehört haben. Und hoffentlich diesmal ein bisschen mehr weg. Antigrafa und sowas, da ist er immun gegen. Wow.
Was die Gegner hier gerade gegen mich schleudern, ist abnormal. Und fast gestorben. Darf ich nochmal sagen, dass das extrem schwer ist, hier zu leben? Und heilen. Das ist zu knapp. Das ist zu verdammt knapp, was hier gerade abgeht. Ich kann mich nicht mehr um den Frosch kümmern, den ich besiegen soll. Weil hier einfach alles andere mitklopft und zu heftig reinklopft. Ich wünschte, ich hätte links oder sowas. Aber ich höre alles, alles, was ich höre, ist wow, wow von Sora. Wie lang der Kampf jetzt ging. Das war ja weniger als sonst, was ich ihn runtergekloppt habe. Boah, echt unglaublich, wie heftig das war. Dass ich das überlebt habe überhaupt. Ich darf mich ja gar nicht beschweren, dass ich zu wenig Schaden gemacht habe. Dass ich überhaupt noch lebe. Mal gucken, bin ich jetzt in der Lage zu kapieren, was da passiert? Nein. Ich sehe nichts, was sich verändert hat. Weder zu meinen noch zu deren Gunsten. Ich meine, bei der Ex ist ja alles schön und gut. Ich sehe die Explosion und so weiter. Alles tutti. Ich tauche die beiden mal aus. Aber bei dem Geist kapiere ich es einfach nicht. Und wir müssen schon fast wieder zurückstürzen. Und wir wissen alle, was das dann bedeutet. Boss-Time bei Riku. Das verdanke ich bestimmt den Vampomoris und den Kairos. Hier waren eine Menge Truhen. Wieso habe ich keine davon gesehen? Ich habe hier mindestens eine Truhe gesehen, als ich hier... Da hinten. Da unten ist auch noch eine. Aber gerade so. Da hinten. Ach, was soll's. Da tauchen noch Gegner auf, wo ich war. Wegblocken. Können wir mal machen. Angriffsvorteil und einen Hybridhelfer. Nehmen wir einfach mal alles für Riku.